Also ich glaube, der ganze politische Kampf wird, glaube ich, dadurch entschieden, wie kriegt man eigentlich die Gleichgültigen. Ja? Wir leben ja in einer Zeit, ich habe jetzt gerade gelesen, 1 Million Tierarten sind vom Aussterben bedroht. Ja? Gleichzeitig hast du aber lauter Leute, die eigentlich nur noch mit sich beschäftigt sind, den kleinen Instagram hier, ein kleines Ding dort, ja? Die eigentlich nur um so ein aufgeblasenes Ego die ganze Zeit rumkreisen. Und dann hast du Menschen, die sich engagieren, in die falsche Richtung, in die richtige meines Erachtens, ja, in eine zerstörerische, ja, diesen sehr aktiven Moment oder in eine heilsame. Aber wie kriegst du die große Masse der Gleichgültigen? Ja? Das entscheidet eigentlich, wohin die Welt in den nächsten Jahren gehen wird. Und weil ich das so schlimm finde, dass in den heutigen Zeiten manche Menschen einfach so völlig unberührt, ja, an den Sachen vorbeigehen, wo man eigentlich anpacken muss, ja? Wo man merkt, okay, hier ist Verzweiflung, hier ist Leiden, hier ist Zerstörung, ja? Da muss man was machen. Haben wir ein Lied, deswegen schon mal an der Stelle ruft immer meine Mutter an. Ja, ich habe jetzt mal, kriege bestimmt Ärger, aber ich würde sagen, hier, du hast schon wieder da angerufen. Ja, haben wir ein Lied geschrieben gegen die Coolen. Ja? Das heißt Anti-Cool, weil wir gedacht haben, Anti-Cool ist viel cooler als cool. Und ja, das ist, glaube ich, ein schöner Übergang für die nächste Band. Schönes Sonntagnachmittagslied sowieso. Und vielen Dank, dass wir hier sein durften. Das ist eine tolle Energie. Danke! Ich finde den Ohrsinn, alle Achtung von Karriere, wir bezeichnen ihr als Ehre.
Bockern am Schlagzeug. Und ich war euer einziger Heuer. Danke.